Was für ein Fest! Beim Wahlstätter Kindervogelschießen war auch in diesem Jahr wieder richtig was los. Aufgeteilt in Altersgruppen konnten die Kinder am Sonnabend in verschiedensten Wettbewerben zeigen, was sie so drauf haben. Nach den Spielen gab es dann am Sonntag den großen Festumzug mit 34 bunt geschmückten Wagen. Darunter waren auch zwei Spielmannszüge, Fahnenschwenker und sechs Majestäten aus dem Jahr 1966. Mit viel Tamtam und Bonbonregen ging es durch die von etlichen Menschen gesäumten Straßen. Die waren übrigens auch äußerst liebevoll geschmückt. Für die Kids ist das Kindervogelschießen ein Höhepunkt im Jahr. Und obwohl die Unterstützung bisher toll ist, würde sich Frank Rolle, Vorsitzender des Vereins Kindervogelschießen Wahlstätt, auch über mehr Helfer freuen.